Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Ja, wir haben unser Inventar wieder neu aufgestockt, sprich, ich habe wieder genug Heilmittel mit und mein ganzes Team ist natürlich auch einmal geheilt worden. Ja, und das heutige große Ziel ist nicht nur Take City zu erreichen, sondern auch mein Team endlich mal auf Level 20 hochzubringen. Denn Zubat ist noch immer Level 18 und Scaraborn Level 19. Das ist mir ehrlich gesagt zu niedrig und deswegen, ja, wir müssen auf alle Fälle nachbessern. Hypertrank, cool. Der nächste für die Tasche. Der dann natürlich erstmal bleiben wird, weil Hypertränke sind teuer. Vor allem in dem Spiel. Und das will ich halt nicht einfach wegwerfen. So, schauen wir mal, was kommt hier alles jetzt. Also ein paar Trainer sind natürlich am Weg. Ja, und wir werden heute auch wieder eine Reise zurück nach Dukatia City machen müssen. Weil ich will ja mein nächstes Teammitglied holen. Also sollte es sich ausgehen heute zeitlich. So, Traumato-Level. Das ist aber geil, Kompis. Das sagt nicht, dass irgendwas komplett OP ist. Hypnose. Okay, er trifft nicht. Wenigstens etwas. Ich dachte schon, dass mein erstes Heilmittel wieder flöten geht. Nein, er hält's aus. Aber er trifft wieder nicht. Er will mich auf Biegen und Brechen einschlafen lassen. Das ist ja unglaublich. Das ist so sicher nicht. So bleibt es weiterhin nur ein Versuch. 544 Poké-Dollar. Ja, also jetzt müssen wir auf alle Fälle... Meine Mutter ruft schon wieder an. Ey, gibt's das auch? Hat die schon wieder was gekauft? Oh Mann. Ja, stimmt. Ich habe übrigens vergessen, euch zu zeigen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe die Pakete abgeholt, die sie mir davor schon geschickt hat. Stimme kurz weg. Ja, was habe ich denn bekommen? Wir müssen kurz mal zu den Bären rüber. Hier, die Piapa-Bäre und die Ziertatsbeere. Okay. Alle gehaltenen Items schwächt diese. Als gehaltenes Item schwächt diese Bäre besonders effektive gegnerische Attacken von Typ Geist. Die Pia macht's von Typ Psycho und die Kobra-Bäre von Typ Flug. Ja, die zwei habe ich nämlich bekommen hier. Piapa-Bäre ist aber gar nicht mal so verkehrt. Ich finde das krass jetzt, ehrlich gesagt. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Also man kann damit einfach eine Schwäche ein bisschen ausgleichen. Wenn ich so drüber nachdenke, was haben wir alles so für Schwächen? Also Psychoschwäche hat natürlich logischerweise der Wert der Scaraborn wegen Kampftypen. Die Flugschwäche, wäre die? Ja, die hat eigentlich auch Scaraborn. Wäre beides für ihn möglich. Ja, und die Geistschwäche. Die Geistschwäche hat ehrlich gesagt, glaube ich, keiner. Also würde mir jetzt auf Anhieb nichts einfallen. Gut ist. Tropsi gegen Zubat. Das reicht mir halt alles nicht, was da passiert. Bis recht nicht mal ansatzweise Tackle. Also Zubat hat ja, also sage ich so, Zubat sage ich, in Taubsi, hat ja eigentlich gar nicht so viel drauf. Aber es reicht trotzdem, um Zubat ordentlich Damage zu machen. Der braucht jetzt schon wieder fast einen Heiltrank, damit er wieder ganz normal fit ist. Also ich glaube, solange der sich nicht entwickelt hat, kann ich ihn eigentlich immer nur auswechseln die ganze Zeit. Nächstes Taubsi. Was war das vorige? 15, oder? Wobei, nee, was nicht. Egal, kurz mal Flügelschlag testen. Ne? Wir sind jetzt eh gleich, ob es Half-Life ist oder nicht. Okay, ein bisschen mehr. Diese dreckigen Sandwirbel. Das Problem ist halt, Super trifft dann auch meistens nicht. Schaut dir das an! Gut, jetzt hat er getroffen. Ich wollte gerade sagen, you had one fucking job und er macht's nicht. Bitte, Zubat, reiß dich am Riemen. Ich wollte gerade sagen, als ob ich dich nicht anspreche. Das ist also ein Duo-Kampf. Das heißt, Zubat und Igelavar müssten jetzt drankommen. Bei die beiden habe ich an erster Stelle. Super, die haben beide mal fetten Nachteil. Klasse. Also ich bin mega begeistert gerade. Ja, was machen wir?
Also Zubat wechsle ich safe aus, das kann ich auch sprechen, oder? Ja, warte rein. Und Igelavar wird es hoffentlich irgendwie überstehen. Ja, der haut erstmal fett auf Voltilam. Und Vati wird dann hoffentlich Maril rausnehmen. Aber Igelavar wird leider einen Treffer einstecken müssen. Wahrscheinlich sogar sehr effektiv, ne? Wegen dem Kack Maril da drüben. Okay, das Voltilam ist kein Problem mehr. Schauen wir mal. Aquaknarre. War zu erwarten. LOL, das sieht ja gar nichts ab. Digga, wie overpowered ist Igelavar bitte? Das zieht einfach nichts ab. Also das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich weiß, dass der Starter immer krass ist, aber so krass? Auch bei Level 23 erst? Das hatte ich jetzt nicht kommen sehen. Gut, die beiden sind damit weg. Wieder die Mutter. Ey, was kauft die bitte? Kauft mir die ein Haus oder was ist da los? Also viel von dem Geld kann ja nicht mehr übrig sein, was da gespart wurde. Die hat ja eine größere Kaufsucht als Tanzverbot aktuell. Kleiner hinterm Rand im Hall. Nee, Leute, nicht persönlich nehmen. Tanzverbot ist cool. Aber der hat gerade so passend. Das war gerade so passend einfach. Schon wieder ein Doppelkampf. Knuddeluff und Pixie. Ja, gut, da komme ich halt nicht drum rum. Also sofort Scaraborn ran. Wegen Durchbruch. Ja, wer ist der gefährlichere? Also ehrlich gesagt sehe ich Knuddeluff als schwieriger an. Weil Pixie natürlich auch mit Metronom eine ganz gefährliche Geschichte hat, aber ich glaube Knuddeluff kann halt Statuseffekte ein bisschen anrichten. Deswegen muss der erstmal weg. Duplexieb. Okay, das ist verkraftbar. Und Gesang. Ja, genau das war gemeint. Hätte das getroffen, hätte ich jetzt schon ein Problem. So, Durchbruch auf Pixie. Das Flammenrad hat schon so gut funktioniert. Das natürlich auf Knuddeluff. Und da sollte der Kampf schon entschieden sein. Dann hatte ich jetzt kurz mal Bauchschmerzen. Als ich die Kombo gesehen habe. Das kann schön nochmal schief gehen, ja. Zum Glück gab es damals den Fee-Typen noch nicht und das heißt natürlich, dass Kampf ordentlich reinzwiebelt. Und zwar so reinzwiebelt, dass man gleich tränende Augen davon bekommt. Also die Gegner natürlich. So, Zubat Level 19. Das Scaraborn da. LOL, die haben ja noch. Die haben jeweils noch eines. Knuddeluff hat der andere. Die haben jeweils ein Pixie und ein Ding. Alles klar. Okay, jetzt kann ich nicht riskieren. Knuddeluff kriegt dieses Mal den Durchbruch ab und diesmal geht das Flammenrad an Pixie. Wie gesagt, ich will nicht, dass irgendwer einpennt von meinen. Und Gesang war schon ein gutes Beispiel dafür. Okay, also Scaraborn ist jetzt mit Durchbruch mittlerweile voll da. Igelavar auf Level 24. Einiger. Was war das nochmal? Das war diese Defensive, wo man. Ja, gut, nee. Ich habe Rauchwolke, das reicht. Da kann ich mich nicht zurücklehnen. Also, Igelavar juckte der Duplex-Tipp gar nicht. Dreimal getroffen, ein bisschen was hat's abgezogen, aber auch nicht mehr. Ja, komm, Hornattacke, let's go! Macht eh keinen Sinn, weil Scaraborn kommt nicht mehr dran. Aber der wird jetzt hoffentlich Level 20 mitnehmen. Sollte sich ausgehen, oder? Geht sich nicht aus. Was schluckt denn der bitte an EP? Aber das war schon 1792. Gut, die nehme ich gerne. Wieder meine Mutter. Ey, was ist das? Was ist das? Braucht die Argumente, dass sie mir wieder mein Geld klaut, oder was ist da los?
Das waren jetzt innerhalb der letzten, ich sag mal, 15 Minuten, also mit dem letzten Part mit einberechnen, gut, das sind 20 Minuten, hat die mir, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Sachen geholt. Ich hoffe, da ist jetzt was Geiles auch dabei. Also die Bären sind schon nicht schlecht und ist hier schon das... Ist hier schon Take City? Tatsächlich. Okay. Dann schaue ich kurz mal, was hier für wilde Pokémon gibt. Und ich muss mir jetzt gleich mal das Gekaufte angucken, weil wenn da jetzt Kacke dabei ist, dann kriege ich echt einen Anfall. Das heißt wenigstens, ich brauche auch kein Heal mehr, das ist wenigstens was Gutes. So, das Topsy geht dann warte ich dieses Mal, ja klar. Aber sorry Leute, das ist halt schon abnormal. Nach jedem Kampf werde ich angerufen. Wenn die jetzt nochmal anruft, dann wäre ich echt ein Super Saiyajin. So, ich schaue jetzt ganz genau. Okay. Okay. Pokémon Center, ich bin hier. Was ist da jetzt los? Ich heiße Bildung, wer bist du? Oh, Nemato lautet dein Name. Hör mal, ich bin der Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems, aber ganz allein mein Verdienst ist es natürlich auch nicht. Du kennst doch die Höhenregion, oder? Dort wohnt jemand namens Danette. Sie hat das Lagerungssystem um einiges benutzerfreundlicher gemacht, als es in meinen ursprünglichen Entwürfen war. Wenn wir auch weiter unser Bestes geben und alle gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, können wir das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch in Zukunft noch sehr viel verbessern. Ich glaube, ich sollte langsam mal wieder zurück nach Lucatia City. Ich will mich mal wieder zu Hause blicken lassen. Also da, mach's gut. Ja, Leute, und jetzt müsste ich zurück nach Lucatia City. Aus besonderen Gründen. Teamintern natürlich. Erstmal gibt's das schöne Heal hier und wir werden uns ein bisschen in der Stadt umgucken. Gibt natürlich auch eine Arena an der Stelle. Ich weiß nicht, kann ich die überhaupt schon betreten? Ja, kann ich. Also wir könnten jetzt schon Arena-Kampf machen. Ja gut, so stressig haben wir es nicht. Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach einem großen Abenteuer? Tja, aber zu einem echten Abenteuer gehört auch immer eine Schatzsuche. Habe ich nicht recht? Das hört sich cool an. Du weißt offensichtlich ganz genau, was Männerherzen höher schlagen lässt. Du gefällst mir. Hier, nimm das mit. Das Itemradar! Nice, das nehme ich gerne. Ja, für alle, was das Itemradar bringt, wenn ich das aktiviere, dann sehen wir, wo versteckte Items sind. Also die jetzt, die man jetzt nicht so sieht. Also mit dem Pokéball-Symbol. Halt die unsichtbaren Sachen. Ich meine, viele Sachen kann man sich eh denken, wenn da zum Beispiel mal ein Stein ist, der einfach so lose rumsteht. Auf irgendeinem Weg, der eigentlich sonst nichts bringt, außer das. Da macht das schon Sinn, dass da was versteckt ist. So, und jetzt schauen wir mal, was habe ich, was kriege ich jetzt alles? Bitte, was Gutes, komm. Und, Koba-Bären schon wieder. Dann, komm, Schuke-Bären. Das ist sicher wieder irgendwas in die Richtung das Gleiche. Geil, nur Bären! Ich liebe mein Leben, dafür spart man doch gerne. Ja genau, es waren drei Sachen. Wird zu Hause gerade bei mir ein Gewächshaus gemacht oder was ist da los? Das ist gerade echt eine gute Frage. Tanztheater, okay, das hört sich geil an. Hey, hey! Lass endlich diese langweilige Zappele und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädig darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich mal zeigen, wie man das richtig macht? Haha! Das ist ein Team Rocket-Fuzzi. Mann, ich will eigentlich mit den Leuten gerade reden. Was bildet sich dieser Kerl von Team Rocket eigentlich ein? Meinen Kinomoker solchen Ärger zu bereiten? Du bist doch ein Trainer, oder? Dann rette sie gefälligst. Ja, bin ja schon dabei, halt's Maul! Hey, was soll das werden? Stellst du dich etwa mir in den Weg? Na, nach was sieht's denn aus? Also mittanzen will ich nicht, so viel kann ich sagen. Ich hab grad lieber das im Kopf ein Gewächshaus zu Hause. Das ist so geil, der Einfall grad. Ah, schon wieder so eine scheiß Rauchwolke. Ja,
Ja, kann ich hier gleich wieder wechseln, macht eh keinen Sinn. Ne, nicht fliehen! Was ist jetzt los? Warum verdrücke ich mich gerade? Die ganze Zeit? Hä? Ah, jetzt, okay, es dauert ein bisschen. Also, weil das Spiel gerade so getriggert, dass ich fliehen will, deswegen ist es jetzt einfach gar nicht gegangen. Fuck, ist Smog, bringt eh nichts, weil ich den Gifttypen hab. Ja, das sieht gut aus, Volltreffer, aber es bleibt noch was übrig. So gefällt mir Zubat schon deutlich besser. Und der Flügelschlag trifft auch. Dann brauche ich also nicht mehr wechseln. Wieder ein Volltreffer. Verdammt. Hätte ruhig vorher schon sein können. So, das sind wichtige EP. Und das war das Einzige, was er hatte. Ja, du bist ja meine schöne Flachzange. Ich bin doch wohl nur ein Schmalspurgenove. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn rauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalte, lassen die mich glatt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Also merken, wenn ihr Team Rocket beitritt, müsst ihr erst die Schuhe putzen. Ihr seid eine Marder, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ihr mich in euch nicht getäuscht hatte. Hoho. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört mir am besten einfach nicht zu. Alles klar. Das war wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Nur wer keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Ne, vor allem? Ein kleines Dankeschön. Das ist mehr als ein bisschen ein kleines. Surfer ist da drin. Warte mal, das heißt. Okay, ich muss die Arena auf alle Fälle bald machen. Mit Surfer kann ich jetzt die ganzen Sachen durchgehen, die ich schon vergessen habe oder auslassen musste. Ihr könnt euch erinnern, in den Höhlen mussten wir bei einigen Male aufhören, weil Surfer eben ein Problem war. So, der lobt mich gerade für mein Pokémon-Team. Das Pokémon, das im Leuchtturm von Olivana City nachts das Meer erhält, soll krank sein. Das scheint dort für einen ziemlich Aufruhr zu sorgen. Okay, jetzt habe ich nochmal gedrückt. Ey, ich hasse es immer wieder, wenn ich doppelt drücke. Das passiert mir aber leider sehr oft. So, schauen wir nochmal in die Häuser rein. Als ich noch jung war, bemerkte ich eines Tages plötzlich, dass sich der Himmel pechschwarz gefärbt hatte und ein riesiges fliegendes Pokémon am Himmel erschien. Ich frage mich, was für ein Typ Pokémon das wohl war. Vogel oder Drache? Okay, die erzählen noch ein bisschen was. Ansonsten, in das komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Da ist dann nichts mehr. Und da rechts geht's dann weiter. Es gab wohl mal zwei Türme in Tech City. Die eine im Osten und eine im Westen. Ja, das ist die Geschichte mit den legendären Pokémon, by the way. Wo es ja heißt, dass ein Turm abgebrannt ist. Kontrollposten von dem Glockenturm. Kein Zutritt für Unbefugte. Okay. Der Glockenturm wurde als Zuflucht und Ruhestätte für Ho-Oh, das fliegende Pokémon aus der Legende, errichtet. Schon viele Menschen haben versucht, diesen Turm zu erklimmen und Ho-Oh wieder herbeizurufen, aber keiner von ihnen war je erfolgreich. Jens, der Arena-Leiter dieser Stadt, ist einer dieser unglücklichen Seelen. Offenbar bist du noch nicht im Besitz des Ordens von Take City. Wenn du es schon nicht schaffst, gegen Jens zu gewinnen, macht es auch keinen Sinn, dass du dich am Turm versuchst. Es tut mir wirklich leid. Okay, ja, verstanden, ne? Da kriege ich wahrscheinlich noch ein paar Infos über Ho-Oh, wenn ich das so lese mit Regenbogen. Ja. Okay, hab verstanden. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, es ist jetzt an der Zeit zu cutten. Und wir sehen uns gleich in Ducatia City wieder. Also. So, Leute, da sind wir. Und ich muss jetzt ganz kurz mal gucken, wo die Hütte war von Bill. Denn der hatte ja hier in Ducatia City ein Haus. Ich glaube, das war links unten. Eines der ersten Häuser, die wir besucht haben. Wenn es nicht sogar das war. Komm, gönn mir. Ja, das ist es. Oh, hallo Nemado, ich hätte eine Bitte an dich. Nimm doch bitte dieses Eboli. Ich habe jemandem bei der Einrichtung seiner Nintendo Wi-Fi Connection geholfen und plötzlich war es da. Es braucht unbedingt jemanden, der sich um es kümmert, aber ich verlasse nur sehr ungern das Haus. Warum spielst du nicht etwas mit ihm, Nemado? Her damit! Wollen wir gar nicht weiter diskutieren, ich nehme das gerne. Ja, und das heißt, unser nächstes Teammitglied ist hier. Ja, richtig gehört. Eboli wird ein fester Bestandteil des Teams sein. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es sich speziell entwickeln kann. Ich dachte schon wieder, meine Mutter hätte mich gerade angerufen, aber wenn das gewesen wäre, dann ne.
Jetzt haben wir aber ein Problem, weil das ist, glaube ich, noch relativ tief, oder? Ja, Level 5 Grabbeil. Also es kann noch nicht viel. Rundenschlag, Tackle und die rechte Hand. Ja, in Gold und Silber war es, by the way, auf Level 20, wenn man es geholt hat. Weiß nicht, warum man das jetzt runtergesetzt hat. Ja, ja, soll so sein. Gut, und eine Sache möchte ich noch kurz überprüfen, weil ja an dem Tag, wo ich das aufnehme, inoffiziell, sage ich jetzt mal, Donnerstag ist... Okay, da ist nur der Salon-Typ. Es gibt nämlich Tage, da ist da unten jemand mit Heilkräutern und den hätte ich mir gerne jetzt vorgenommen, aber nö. Scheinbar nichts. Der will heute nicht da sein. Gut, dann danke fürs Zusehen und im nächsten Part geht's dann bei Take City weiter. Also bis dahin, ciao, ciao.